Grüß euch miteinander. Dieses Mal wird es keinen Weihnachtsmarkt geben bei uns im altbayerischen Dorf, sondern wir tauchen dieses Dorf in ein Weihnachtsdorf. Und zwar jeweils am dritten Adventswochenende von Samstag, Sonntag und am vierten Adventswochenende, Samstag, Sonntag, jeweils von 10 Uhr bis 17 Uhr. Wir werden natürlich auch kleine Stände da haben zum Essen und zum Trinken und wir werden auch einige Handwerker da haben, die uns über das Jahr schon immer wieder betreuen und da ihre Handwerkskunst praktisch zelebrieren. Dann haben wir noch was anderes da, und zwar eine Weihnachtsausstellung. Weihnachtsausstellung, so auch ein bisschen bayerische Weihnachten. Wie machen die das eigentlich in der Ukraine? Man wird sehen, es ist gar nicht so viel Unterschied. Und das andere ist dann, dass wir natürlich für die Kinder wieder die Spiele haben. Ich hoffe, dass vielleicht ein Schnee hat, nachher geht es noch ein bisschen leichter. Und Eisstockschießen und so weiter. Und diese Weihnachtsführungen, die sind auch was Besonderes, weil ja auch Geschichten erzählt werden. Wir haben sie aus Kasperltheater da, wo Weihnachtsgeschichten sind. Also vieles, vieles mehr noch. Und ich darf mich freuen, wenn es an dem Wochenende vorbeikommt. Für euch, bis dahin. Ach, jetzt habe ich es komplett vergessen. Natürlich haben wir unsere Weihnachtswirtschaft auch offen. Also für Essen und Getränke ist gesagt.